Sehr geil. Hallo, herzlich willkommen zum vierten Spieltag im Summer Split. Wir facen heute gemeinsam Penta. Und Wow. Und auch heute habe ich wieder einen Gast dabei. Mensch, wer ist das denn? Bröcki! Das ist ja der Hallo, Fischkopf. Ich bin's. Ja. Fischkopf. Sehr schöner Einstieg. Da hat man schon die Plauze hat man leider schon gesehen, aber ist nicht schlimm. Ich habe, aber nicht, weil Plauze, ich nicht, du eine Plauze hättest, aber. Ich habe vorbereitet. Ich habe vorgelegt. Sag mal, können wir? Wieso ist das Mikro immer ganz am anderen Ende des Raumes? Ja, aber das ist doch jetzt. Ja, ich sag mal so, Herr Präsident, das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr auf meinem Mist gewachsen. Ich hätte das Mikro schön versteckt. Aber wenn mein Gast, aber wenn vielleicht der, wenn mein Co-Caster Gast das da oben im Bild haben möchte, dann packen wir das auch ins Bild. Es ist halt, glaube ich, ganz praktisch, wenn die Leute einen hören können. Was sagt ihr dazu, Chat? Weiß ich nicht. Ist das etwas, was ihr mögt? Oder habt ihr es lieber, wenn man so castet? Ich glaube, der Sound war vorher auch schon sehr gut austangiert. Mikro bitte raus. Mikro bitte raus? Excuse me. Können wir Kompromiss machen? Nee, komm, ich mache Nasabrück komplett. Wir machen einfach komplett weg. Zack. So, kein bisschen. Zack, Mikro weg. Und ihr hört ja uns so, trotzdem wir noch können ja so geil. Casten heute. Hi. Boah, das war eine gute Kuh. Der Flash war aber unnötig. Ja. So wie wir uns sehen eigentlich, ne? Ja. So richtig schön über den Tisch nach vorne gebeugt, um so eine Körperhaltung und sagen, was machen die denn da, du Lutscher? Finde ich gut. Ja, ganz kurz nochmal ernst, bevor wir... Oh Gott, ich habe irgendwas ausgemacht. Perfekt. Bevor es hier losgeht, ich bin Fischkorb, wie du schon richtig gesagt hast. Und die haben mich angerufen und haben gesagt, ey, magst du nicht mal mitcasten? Dann habe ich gesagt, ich kann das nicht. Ich hab nicht so viel Ahnung von LOL. Also ein bisschen... Aber wie gesagt, so doll, nicht schlimm, hat Brück ja auch nicht. Ne? Und dann haben sie gesagt, dann passt die zwei zusammen. Weißt du was, komm einfach rum. Und also ich entschuldige mich jetzt schon mal bei euch da draußen. Ich werde auch versuchen, die meiste Zeit meine Schnauze zu halten. Ich werde ab und zu reinrufen, Löwe. Mhm. Pizzawurm. Gut. God's Plan kann God's ich zum Plan, Beispiel sein. Ja. Ja, also einfach das Vokabular, was wir hier schon aufgebaut haben, wird weiterhin benutzt. Finde ich gut. Können wir uns darauf einigen auch? Ich habe geübt. Mhm. Ich habe geübt. Und auch, also bis hierhin hat sich ja Eintracht Spandau sehr wacker gehalten. 3:0, wow. Ich würde sagen, die Rede kannst du direkt halten. Aber darf ich? Ja, die kannst du direkt halten. Wir gehen aber eben dann direkt rein hier in den Lachs. In Tabelle. Oh. Die zeige ich sowieso immer. Ah, ja. Wenn wir so ein bisschen mal über Platzierungen und so reden, schauen wir uns ganz kurz an. Guck mal hier. Oh, das ist aber eine schöne. Oh, das ist aber eine schöne 3! Guck mal! Ist eine arschgeile 3, ne? Schalke hat schon 4, weil es zu blöd ist, ihr eigenes Team zu kennen. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ich bin schon bedient. Bin ich zu laut? Nee, das Mikro ist ja weit genug weg dafür. Ist ja das Schöne, ne? Wir können ja quasi rumschreien, wie wir wollen. Und wir sind immer noch perfekt laut für die Menschen da draußen. Oh, das ist eine interessante Frage. Die überspringen wir jetzt erstmal, oder? Von Katie. Ja, die müssen wir überspringen, weil die kommt später. Oh, wir wollten doch jetzt die Frage jetzt kommt später, Mensch. Okay. Nichts preisgegeben. Ey, ist gut hier bei euch. Ja. Auch angenehm temperiert, wenn man die Klimaanlage ausmacht. Hast du sie ausgemacht? Nee, du hast sie ausgemacht. Hast du die ausgemacht? Nee, ist nicht aus. Die ist einfach nur scheiße. Aber es ist so, als wenn sie aus wäre. Ist wirklich so. Es ist so, als wenn sie wärmen würde. Als wenn wir auf Mallorca sitzen und casten. Als wenn es eine Heizung wäre. Hm. Und ihr die Heizung angemacht. Mach dir keine Sorgen, wir haben die Heizung schon angemacht, bevor du gekommen bist. Nur für dich. Danke sehr. Ja. Heiß wird der Cast. Mein Main ist Kate. Gehen wir nochmal ein auf die Tabelle, Freunde. Penta ist 0-3 gestartet. Ja? Ist auch damit ein absoluter Freewin für die Eintracht. Und da müssen wir ganz kurz etwas Hochoffizielles natürlich bekannt geben. Eintracht Spandau wird ab sofort Eintracht Spandau heißen. Haha, mit A! So. Das ist das Zeichen. Das aber nur solange wir Gleichstand haben mit den anderen Teams natürlich. Das heißt, wenn wir heute gleichziehen mit Schalke, dann müssen wir eigentlich auch kein A mehr haben. Weil Big hat nämlich voll reingeschissen. Versteht ihr? Big hat übertrieben versagt. Gegen Wave, glaube ich sogar. Die haben, glaube ich, gegen SK. Ja, gegen irgendein Team. Nee, das war gegen SK sogar. Grüß genauso an Crapo an der Stelle. Ne? Schön gemacht, SK. Danke für die Stützenhilfe. Big ist damit schon aus dem Rennen.
von der Meisterschaft. Und wir können jetzt hier mit 4-0 zu Schalke gleich aufschließen. Sehr, sehr geil. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Was hältst du von Penta? Sag ganz kurz. Penta mehr so, Und was hältst du von Eintracht? Wow! So. Eintracht Spandau! Klasse. Die Tonalität ist schon mal wieder da. Freue ich mich sehr. Freunde, ihr habt mir wieder Fragen gestellt. Mehrere. Ne? Und zwar habe ich die beantwortet, auch im Video. Da gab es viele, viele Fragen. Ich habe wieder ein paar rausgepickt. Also quasi Erklärbär-like. Nur diesmal kamen die Fragen von euch direkt. Hallo, liebe Eintracht-Spandau-Fans. Ich möchte ein paar eurer Fragen beantworten. Ihr habt zum Beispiel gefragt, was ein Spitpush ist. Und ich möchte euch zeigen, warum ich keine Pornos mehr brauche. Ja? Die zweite Frage beantworten wir gleich. Was ist jetzt ein Splitpush? Das, was Pride hier macht. Achtet unten bitte auf die Minimap. Pride ist gerade gesplittet von seinem Team auf einer anderen Lane und Splitpusht. Zwingt also zwar die Gegner dazu, sich zu entscheiden. Wollen sie den Splitpush beantworten oder wollen sie lieber den Viermann-Push aufhalten? Und jetzt achtet mal drauf, was Eintracht Spandau hier macht. Diesen Tower nicht sofort zu finishen, ist nicht, weil Kinetic und Special die Autotech-Taste nicht finden. Die wollen gerne die Waves synchronisieren. Darauf bin ich im Cast schon abgegangen. Und die hat gefragt, warum bist du im Cast so abgegangen? Deswegen, ich habe jetzt schon wieder, will das noch nicht so hart sexualisieren, aber es ist übel cool, weil sowas lernst du halt in Scrims bei den Profis. Aber tatsächlich im Spiel integrieren, tust du es gar nicht mehr so oft. Auch fairerweise, weil nicht so oft gespitpusht wird. Was man also gemacht hat, ist, man hat den Tower eine Sekunde länger stehen gelassen, 2-3 Sekunden länger stehen lassen, damit du die Midwave und Topwave gleichzeitig den Tower hittet. Hat für Gamer Legion bedeutet, sie müssen sich immer noch entscheiden, weil wenn eine Wave zuerst reinkommt, kann man mit 5 Mann diese eine Wave beantworten, dann rüber zu move zur anderen Wave und die auch als 5-Mann-Stack beantworten. Diese Option haben wir, weil wir schlau sind, also ich nicht, aber das Team, den Gegner denied. Und das fand ich so geil, weil es eine Sache ist, im Scrims oder halt im Training machst du es immer und immer wieder. Das aber zu sehen in einem richtigen Spiel ist mega geil. Ja, ich hoffe, ich konnte die meisten Fragen beantworten. Eine Frage war noch, wie man richtig geht. Versuch mal, einen Fuß von anderen zu setzen. In dem Sinne, weiter geht's. Das war ein komplettes Shitfest von unserem von meinem Lieblingscaster, Brücke 1. Das war wirklich absolut terrible. Da war ein Mapcover. Da war ein Mapcover. Ich habe einfach ein Mapcover angemacht in dem Video für euch. Naja, passiert den Besten. Aber ist doch nicht schlimm. Das ist NASA-Technologie, Freunde, ne? Ich wollte dir heute ein NASA-T-Shirt mitbringen, ne? Ja, wäre geil gewesen. Das ist mega lustig gewesen. Aber ich hatte zu Hause. Hast du eins? Ich habe Tausende zu Hause. Du hast 1000? Ja, ich war wirklich bei der NASA. Du warst wirklich mal bei der NASA? Klar. Ah. Die Jupiter-Monde habe ich alle bereist, sag ich mal. Das geht ja gar nicht. Warum nicht? Das geht gar nicht. Das ist weit weg. Ja, aber ich bin auch schon alt, ne? So. Okay. Ja, Freunde, das war auf jeden Fall nicht die beste Erklärung, aber ihr habt trotzdem gemerkt, warum ich das geil gemacht hat, hoffe ich. Weißt du, was das Problem ist? Ich habe auch gar nicht gehört, was du gesagt hast, weil wir hatten den Ton nicht hier drauf. Nee, ich weiß, den Ton sollten wir auch, also ist hast ja, du mit ich weiß ja, was ich gesagt habe. Hast du Jungle erklärt? Nee, ich hab erklärt quasi, was Splitpush ist. Ne, was ja, Splitpush ist und warum ich das geil fand, was unser Team gemacht hat, weil die nämlich übel schlau sind. Apropos unser Team ist krank. Wie krank? Ist es Corona krank? Ich glaube nicht, dass es Corona ist. Also das konnte man mir zumindest nicht sagen. Ja. Aber schon so krank, dass man eventuell heute gegen Penta nicht ganz so dominant auftreten kann wie sonst. Und das ist natürlich bitter. Aber man ist auch gemeinschaftlich krank geworden. Das ist ja auch viel wert. Sitzen, ne? Die hier irgendwo in der Nähe? Nee, ich denke, die werden von zu Hause spielen. Weil ich mache einen sauguten Tee. Sehr guten irgendwas. Und damit sind die sofort gesund, oder? Dann würden die wirklich, dann hätten sie zumindest Power für die nächste Stunde, 2. Also wenn bei der Eintritt 1 klar ist, dann unsere Spieler gut betreut werden, auch im Krankheitsfall. Ne? Ja, also mit einem geilen Ingwer-Tee. Ich denke, Kevin wird da auch im Kostüm, im Krankenschwester-Kostüm, denen schon auch helfen. Oh. Mit einem Ingwer-Tee. Mit einem sexy Krankenschwester-Kostüm? Würde ich Kevin schon, ne? Drin sehen, ja. Schon, ne? Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt, aber ist natürlich auch bei Penta trotzdem machbar, denke ich, ohne disrespectful zu sein. Aber die sind halt eben schon 0-3. Ne? Und Eintracht Spandau ist 3-0. Also es hat schon irgendwo. Da können wir. Auch
Du brauchst Tesafilm? Ja. Hat er dein Bier geklaut gerade? Nee, ich habe auch kein Bier im Studio, wie du bereits weißt. Das will ich niemals tun. Würdest du natürlich niemals machen. Weil das wäre doof. Darf ich aber gar nicht im Cast. Ne? Darf man nicht. Darfst nur du, nicht nur, das darf gar keiner. Das ist ein Gesetz. Hast du das attestiert eigentlich? Ja. Wirklich? Was jetzt? Ich das, ja, die, also. Ja, ja. Ja? Wovon redest du? Hätte ich vielleicht vorher sehen wollen. Ja. Vor. Also, nein. Stimmt das, dass der Draft ist? Oder ja, wir lassen uns das kurz anschauen. Der Draft geht tatsächlich los. Boah. Well done, Chat. Ne? Well done. Wie habt ihr das denn gemacht? Ah, rein in den Draft. Penta versus 1. Übrigens auch im Overlay wunderbar geändert auf 1 mit A. Finde ich geil. Supi. Was suchst du? Nee, das A ist okay. Wie? Das ja. A ist weg? Ja. Was ist das denn? War denn A? Audio, Draft. Ah ja, Musik. I forgot about this. So. Dass ich das mal leben darf. Oh, herrlich. Oh, Chat, ich habe das hier immer geguckt im Ja, und jetzt bist du live dabei. Früher, ist doch, wie ist heißt doch geil. Das? Spring Split. Ja. Hab ich immer geguckt. War ich immer so, wow, Brocky. Und jetzt sitze ich hier. Ihr könnt es auch schaffen. Wenn ihr nur stark. Ihr müsst euch nur anstrengen und ja. Super laut sein. Ja. Na, best case, ne? Okay. Wunderbar. Jetzt erzähl mal. Also, wir bannen Viego, Gegner bannen Gwen. Gwen auf dem Patch absolut broken. Ja. Muss man bannen auf Red Side. Ja. Blue Side generell dafür bekannt, dass man da eher so die Personal Bans raushauen kann. Lucian Viego raus. Und auf Red Side musst du die ganzen OP-Champs rausholen. Hm, hm. Was sind OP-Champs so? Wenn was? Die zu stark sind. So. Wenn die broken sind. Genau das. Raus damit. So, Yone haben wir auch noch raus. Das heißt, wir haben einfach dreimal tatsächlich Personal Bans genommen, um Penta zu schwächen. Und der letzte Ban bei denen könnte zum Beispiel Lilia schlau. Werden. Schlau. Lilia, Wukong werden so die Klassiker. Entscheiden sich für Ahri. Heißt auch, dass wir im Jungle jetzt uptraden. Also wir entscheiden uns most likely für Wukong oder Lilia und geben den zweiten Champ an Rülfchen ab. Wir nehmen Wukong. Da heißt, Penta wird wahrscheinlich mit einer Lilia antworten und einen weiteren Powerpick securen. Bin sehr gespannt. Auch. Ja. Siehst du auch so? Ja, ich würde Shaco bannen, aber das ist auch mein personal Ding so, weißt du? Auch unabhängig davon, gegen wen du spielst. Scheißegal. Ne? Ist eigentlich egal, aber ich glaube, Chat wird es auch so machen. Shaco ist schon auch sehr stark. Ja. Ne? Wir sehen Lilia tatsächlich als Antwort. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Champ, der ist ziemlich offen gewählt. Du kannst für ADCs gehen, du kannst für Supporter gehen. Gibt ganz viele verschiedene Powerpicks. Wahrscheinlich ist es eher so eine Richtung Flexpick gehend, also vielleicht eher eine Karma, eher ein GP. Flexpicks sind halt Champs, die ne, auf mehrere Lanes gehen können. Also ist ein bisschen Variabilität im Draft. Finde ich verrückt. Müssen sie sich ja absprechen, ne? Die müssen sich absprechen jetzt, wo der Gangplank hingeht, genau. So, wir antworten jetzt wahrscheinlich mit einem Pick, der einigermaßen decent into GP ist. Man könnte dann Gnar gehen. Früher hat man ein bisschen Vladimir gespielt, der wird sich ergänzen mit dem Ganzen. Ja. Boah. Ich habe eine Frage an dich. Hau raus. Ist der Coach? Ist Boah, ich spiele einen Seraphine. Hau raus. What? Seraphine sieht man nicht. Also habe ich eh wenig gesehen. Seraphine finde ich übel cool. Heißt aber auch, dass Kinetic heute eher im Chill-Mode ist. Weil ich glaube, Seraphine wird eher Botlane gehen als Mitte. Weil Botlane-Seraphine tatsächlich eine relativ, ja, ohne gegnerische Interaktion lanen kann. Also sehr PvE-lastig. Du clearst quasi Minions. Ja? Und Mitte willst du ja nicht mehr Verantwortung haben. Wir picken übrigens Jace als Antwort into GP. Jetzt mit deiner Frage weiter. Der Coach, ist er die ganze Zeit mit denen, redet er die ganze Zeit mit dem Team? Nur im Draft. Nur im Draft? Ja. Okay. Er macht die Vorbereitung, dann macht er den Draft mit denen noch und dann muss er raus. Und dann muss er raus und schwitzt. Ja, richtig, weil er nichts mehr tun kann. Ich habe selbst auch mal gecoacht und ich muss sagen, beschissener Job. Oh. Weil du halt, ganz erstmal kannst du deinen ganzen Tag füllen mit Arbeit, was schon scheiße ist. Dann steckst du dir in so einen Spieler rein, der Spieler ist 19 Jahre alt und wenn deine Freundin mit dem Schluss macht, dann performt er trotzdem nicht der Bastard. Das ist das Schlimmste. Ja, das Schlimmste. Ah, und dann sitzt, du da und investierst deine Zeit. Spiel, du Arsch! So. Und Ezreal. Ey, die machen einfach so einen Draft nach. Penta hat genauso Draft wie wir. Die haben einfach GP und Ezreal gepickt und können jetzt halt, haben auf beiden Ach, Seiten, auf Top und auf Top. Du beleidigst mehr als ich. Darf ich beleidigen? Ja, also. Bis zu einem gewissen Punkt. Ich weiß gar nicht, wo die Grenzen jetzt genau abgesteckt worden sind. Ich dachte, ich soll das machen hier.
Ich weiß, dass ich da mal, also ich sollte mich mal etwas mehr zurückhalten, aber ich bin ja jetzt nicht du, ne? Also, okay. Also gib ruhig okay, alles. Ich habe von dir gelernt und jetzt muss ich hier einen auf Bremse machen oder was? So, okay. Jedenfalls haben die halt einen sehr variablen, haben die auf Top und Bot zwei Champs, die halt aggressiv und defensiv spielen können. So, wir bannen noch Pike. Pike ist immer ein Champ, der halt viel Tempo reinbringt ins Game. Ist sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Sehr mobil, sehr stark, bringt viel RNG ins Game rein. Quasi. Den habe ich auch oft gebannt. Ja, zu Recht. Weil der mir auf den Sack gegangen ist. So, mir geht der auch immer auf den Sack. Sag doch mal, nimm den beim Namen. Das ist einfach ein Scheiß-Champ. Ich habe gerade ein bisschen Top gelernt. Das habe ich nämlich früher nicht gemacht, als ich jung war. Und da habe ich den auch immer gebannt. Cool. Wir bannen noch zwei Midlaner raus: Zoe, LeBlanc. Das heißt LeBlanc, aber ist okay. Ja, aber wir heißen ja auch Eintracht jetzt und nicht Eintracht, also ist okay. Und nehmen noch die Yumi raus. Yumi, Ezreal auch immer ziemlich safe. Ezreal kann einfach Yumi durch die Lane tragen. Kann wunderbar Weakside spielen. Nehmen wir einfach raus. Finde ich geil bisher. Muss sagen, der Draft gefällt mir übel nice so far. Ist übel sinnvoll einfach. Von beiden Teams übel sinnvoll gedraftet bisher. Ja, doof, dass Penta jetzt auch sinnvoll gedraftet hat. Ne? Ja, das ist blöd. Man will ja auch ein bisschen Action sehen. Nicht immer gleich rein und kaputt. So ist es. So, Penta baut den nächsten Flexpick auf mit der Karma. Weil die Karma kann jetzt auf die Botlane gehen. Die Karma kann aber auch in die Midlane reingehen. Und dann packen die den GP top. Also sind auch übel variabel aufgestellt bisher. Ich hoffe, dass Seraphine ADC ist und nicht Support. Weil ich finde Seraphine Support nicht so hot. Wobei ich mir auf Prime alles vorstellen kann. Prime ist einfach so eine geile Sau. Muss man auch mal sagen. Ist schon. Ja. Also, sagen auch alle. Auch im Streamfit, auch da, überall. Ja. Prime hat immer performt. Ja. Ich glaube, ich habe keinen Gang gesehen, wo Prime schlecht war. Hat er eine Freundin? Der hat hoffentlich eine Freundin. Ich würde es ihm wünschen. Oder ja, gut. Oder halt nicht, damit er noch länger... Ja, oder so. Okay. Also, wir haben jetzt wahrscheinlich... Sieht ganz anders aus als im Spring. Boah, ich bin echt verwirrt, Chat. Ich muss folgende Erklärung. Es könnte Ash Support sein. Warum könnte es Ash Support sein? Wenn du AD Carry Ash spielen willst, dann möchtest du auch gerne mal jemanden hitten können. Also auftreten können. Das ist ganz gut dann. Und aber wer wäre denn sonst AD? Also wir haben ja mit Wukong und Jace haben wir schon AD Champs im Lineup generell. Ne? Also AD, unsere Damage-Verteilung ist gut. Ja. So. Jetzt ist das Problem auch für eine Ashe in diesem Game, dass sie nicht ganz so gut hitten kann. Also ein GP-Hitten zum Beispiel ist schon nicht so geil, weil der mit seinen Barrels und mit seiner Ult so ein bisschen zoned. Eine Lilia läuft zwar rein, aber ist so schnell, dass sie probably auch wieder rauslaufen kann. Aber es sieht so aus, als würde eine AD Carry Ashe trotzdem spielen. Finde ich auch okay. Finde ich auch komplett in Ordnung. Ich auch. Man kann auf jeden Fall beides gehen, da würde ich euch nur eben näher bringen, dass man Ashe-Support gehen kann und Seraphine-Support. Beziehungsweise, man kann beide Champs auf ADC und auf Support spielen. Und in dem Fall fände ich es fast besser, glaube ich, wenn Seraphine farmen würde. Mann, geil! Kinetic! So! Das wollte ich doch sehen! Jetzt ist meine Erklärung einfach aufgegangen. Ich finde die Jungs so geil. Selbst wenn die krank sind, ist das geil. So, NASA-Technik am Arsch. Aber den Draft predicten, den kann ich. Hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Wolki, ich bin wirklich sehr begeistert. Dankeschön. Warum ist Steve geschmiert? Nicht wie geschmiert, es lief geschmiert. Ja. So, und das ist übrigens auch trotzdem sehr gut, weil Ashe jetzt in dem Szenario mit den Slows arbeiten kann, was super nervig ist für Lilia, wenn sie halt reinlaufen möchte und auf einem 2- oder 3-Sekunden-Cooldown der Ashe-W kommt, ist es sau nervig. Plus, viele Champs müssen jetzt für Cleanse gehen. Denn Ashe hat den Arrow auf einem sehr, sehr geringen Cooldown. Weißt du, du hast einen Summoner-Spell bekommen. Gut, oder? Wie gut du gerade umgeschaltet hast, war krass. Ja, das die Regie. Das kam wie von selber. Das war wie, als wenn es in dir geboren würde, schon damals. War auch nur 5 Sekunden zu spät. Ich war auch da wieder sehr stolz. Quatsch, das war super geil. Warum nutzen denn nicht das da? Das Stream Deck. Ich nutze kein Stream Deck. Aber das ist auch eine. Also, ich habe ein Mapcover drin gelassen in einem Erklärvideo. Frag mich nicht, ob ich Stream Deck nicht nutze. Bitte! Aber komm, pack aus! Wollen wir mal ein bisschen Musik machen jetzt? Freunde, macht euch bereit! Es geht schon wieder los! Wir sind vorbereitet. Das Kabel! Wir sind absolut vorbereitet. Ich hab das jetzt mal unter uns. Jetzt mach mal kurz Mikro aus. Ich hab das heute gelernt, 20 Minuten bevor ich losgefahren bin. 20 Minuten. Sehr gut. Okay, kannst du wieder machen. Besser vorbereitet als ich.
Freunde. Okay. Seid ihr soweit? Dann los. Fuck! Fuck! So, jetzt aber. Wo die Havel kreuzt die Spree, von Berlin aus JBD, wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Das habe ich aber ordentlich verkackt. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Geil. Danke für die musikalische Unterstützung. War sehr, sehr nice. Schade. Leute, wir gehen rein ins Game. Das Game geht nämlich los. Jetzt schon? Die Eintracht wird gewinnen. So, Penta möchte ganz gerne unten in die Büsche contesten, ist nämlich sehr wichtig in der Lane. Tatsächlich ist es so, dass beide Botlanes einen Vorteil davon haben, wenn sie aggressiv in der Lane starten können, weil sie dann zuerst die Minions hitten können. Wir haben beide Botlanes, haben High Range und ich hoffe sehr, dass wir gleich nicht face-checken auf der unteren Linie, weil wir sonst echt, ja, gefickt werden, kann man dazu sagen. Natürlich, da muss ich überlegen. Deswegen bist du eingekauft worden. Gefickt werden kann man ruhig sagen. Deswegen bist du eingekauft worden. So. Weil du die Sachen auch mal benennst, bei da, wo sie sind. Ne? Ficken! Sound zu leise, warte mal kurz. Ist echt, Ingame-Sound ist wirklich ein bisschen leise, ne? Ja, jetzt aber nicht mehr. Ja, mal gucken, Freunde. Wir können noch ein bisschen zuschalten, also mehr geht immer. Mehr geht immer. Ich fand das am besten, wenn Sterzinger hier war. Und du davor gesagt hast, ja, es geht jetzt nicht lauter. Ja. Und es geht einfach nicht. Also wir haben alles gemacht, was wir können. Und Sterzinger dann so... Ja, Sterzig ist aber auch. Aber Sterzig ist ein kleiner Flexer, ist halt auch. Ne, gute Besserung an der Stelle. Eins! Au! Noch lauter. Echt jetzt? Viel zu leise. Ey, kein Problem. Lass pass auf, ich lieg jetzt. Ich mach das so. Ich mach richtig geil. Wir gehen jetzt in die Regie. Lass dir nichts erzählen. Überleitung. Und dann mach ich noch lauter. Hier. Ich erzähl so lange, was passiert. In der Mitte werden Minions gehauen, dann kam der Laser gerade raus. Jetzt geht Fenter wieder zurück. Unten auf der Botlane sind sie gerade so ein bisschen am sich schlagen. Eins, oh, hat hier ein bisschen Leben verloren. Was machen sie da? Was haben sie sich dabei gedacht? Hoffentlich hat keiner Schluss gemacht mit einem der Spieler. Aber jetzt kriegt auch Penta einen auf die Schnauze. Sie kommen jetzt aber noch rein in Richtung Tower von eins und werden aber da, haben sie schon Angst gekriegt. Viel zu laut. Scheiße, Leute. Ist das denn? Mach doch hier leiser jetzt. Ich mach jetzt da nicht leiser. Mach doch da leiser. Warum musst du denn jetzt... Du musst doch jetzt nicht wieder rausschalten. Ich möchte leiser ausschalten. Mann, lass mich doch in Ruhe jetzt. Diese Scheißtechnik macht mich... Ich möchte nur Lee casten, nicht den Rest auch noch machen. Du kannst doch nicht, wenn einer im Chat schreibt, das ist zu leise. Kannst du doch nicht gleich... Oh gut, jetzt bauen was wir alles. Was ist denn jetzt hier los? Im Dschungel! Guck mal, der eine im Penta, der von so. Penta ist gerade im Dschungel ist unterwegs. Ist jetzt besser oder was? So. Das hat sich gerade genauso wie vor deiner Aktion jetzt hier. Guck mal, zu laut, zu leise, zu laut, zu leise, zu laut, zu leise. Lass dich nicht verarschen. Okay, wir machen jetzt Zweiergruppen. So wie ich in Zweiergruppen mit Fischkopf bin, sind ja auch Zweiergruppen im Chat. Wenn jemand zu leise ist, dann trifft er sich jetzt mit jemandem, der zu laut ist. Okay, wir machen Zweiergruppen jetzt. Ganz kurz aufteilen, dann trinkt ein Bier zusammen, treffen uns in der Mitte. Geil. So, also, pass auf. Ich habe gehört, Kinetic ist der krasseste. Ist das richtig? Kinetic, also ich muss sagen, die Botlane ist schon sehr krass, diese Season bisher. Also wir haben drei Games gesehen und dreimal wollte ich die Jungs, also mit denen wollte ich einiges anstellen. Also, das hat mich schon immer sehr, sehr... Sexuell ne? Jetzt. Auch. Sind aber ganz schön low, ne? Ja. Da bist du jetzt gegen uns oder gegen uns? Ganz schön low, ja. Ja, naja, ich bin ja trotzdem für die, aber guck mal jetzt, wird nochmal ordentlich reingehauen hier. Das wird ein Poke-Game. Können wir mal bitte danke sehr, nochmal rein schön. Und jetzt mach den! Haben wir kurz gesehen, wir forcen die Gegner auf Cleanse, weil wir Ashe gepickt haben. Und durch den Gank, durch den Entlastungsgank von Obsess, kann jetzt unser Bot dann wieder ein bisschen aufatmen. Weil nämlich die Enemy-Lane ein bisschen stärker ist als wir im Level 1. Also Karma Ezreal, Early-Game einfach sehr, sehr strong on-Lane. Sehr viel Poke. Und dann müssen wir erst ein bisschen reinscalen quasi, ne? Level 5, 6, 7, 8, 9, da geht's dann wieder bergauf für uns. Gerade am Anfang, die ersten paar Level sind die halt stärker. Okay, ja gut. Ja, das war doch, also ich habe aber jetzt so als Unwissender, ich fand das gerade sehr schön. Das war gut. Das ging in die Hose rein. Also positiv.
Also eigentlich sollte man davon ausgehen, dass immer so ein Counterpart im Cast ist. Ne? Aber wenn wir beide sehr sexuell unterwegs sind, dann wird das ein sehr anrüchiger Cast, den wir heute haben werden. Es wird ein bisschen schmierig und sehr heiß und schwitzig. Ja. So. Ziemlich leise. Ich mach noch Mühe lauter, Freunde, weil wir haben ja die Gruppen haben wir ja gemacht jetzt. Aber ein bisschen Mühe lauter, ne? So ein Mühe. So. Klasse. Ist zu laut? Nein? Ist perfekt. Hast du eigentlich da irgendwo den Sound vom Spiel? Nee, jetzt komm mit dich zu bezaunt. Das ist jetzt nur, perfekt. Ich will doch nur den Pegel sehen. Das ich will überhaupt, Pegel. Ich will, Pegel haben wir nachher mit dem Bier. Aber brauchen wir jetzt hier nicht im Cast. Jetzt ist toll. Er hat gar nichts gemacht, ihr Schweine. So, ich werde heute ein bisschen lauter, aber das muss man ja auch mal. So, jetzt, das sieht auch wieder gut aus. Da können wir doch jetzt rein, oder nicht? Nein, können wir nicht. Oh, guck mal. Pride ist aber auch so eine Maschine. Pride ist auch Solo-Kill-Monster. Uff. Im Summer-Split noch nicht ganz so hart, aber Meta hat sich auch ein bisschen geändert. Ja, warte ab. Das wird schon noch. Warte ab. Bröcki. Wenn das überhaupt denn echt ein Name ist. Weiß ich nicht. Okay, Fischkopf. Ja, meine Mutter war betrunken. Oh! Oh, guck mal, aber wenn der jetzt nicht on. Ah, wenn der da nicht. Vorteil bei Sleeping. Und da aber. Nicht, was du holst, geil! Ja, schönes First Blood! Geht unter Level 3 und im Sleeping komplett hops an der Stelle. Meine Fresse, ey. Könnte man fast sagen, krank gespielt. Ha! Weil er krank ist! So nämlich! Oh Gott. Und den kriegen sie jetzt auch noch! Den kriegen sie jetzt auch noch! Kein Flash of Tolerance, sehr schöner Gang von Obsess. Wow. Jetzt den Drachen noch verteidigen. Wow. Der Drache, wenn er gespottet wird, sehr geil, aber Rulfin hat kleine Reheier. Ne? Kleine Rehhoden. Und deswegen geht er nicht für den Drake weiter. Sehr schön. Oh, das fängt sehr gut an. Da sehe ich uns. TP oben von Sleeping benutzt. Heißt, er kriegt ein paar Playthings. Bisschen extra Gold für ihn. Schade für Pride. Hauptsache Kill ist da. Ne? Aber da kommt Pride. Da kommt Pride und sagt, hey, kleinen Moment Minions mal bitte. Minions sind meins. Kleinen Moment mal bitte hier. So, CS-wise, kommen wir uns kurz. Hey, nochmal ein Replay, weil es so geil war. Fand das ich war aber auch sehr gut. Das war aber knapp, ne? So, das hier. Ja unterlevelt hier reinzufahren. Ist schon. Zeigt schon Eier. Mhm. Unterlevelt, jetzt seh ich's. Ein Level niedriger als richtig, das. Richtig, richtig. Ja. Und dann drückt er mit dem Flash-EQ dem so viel Schaden, dass der gute Sleeping schön zu Bette gehen kann. Einfach schön. Er kennt sich aber auch aus. Er kennt seine Zahlen. Er hat seine Hausaufgaben gemacht, verstehst du? Richtig. Er weiß, wann er reingehen kann. Hat er bei der Bank gearbeitet, ne? Er weiß, mit Zahlen umzugehen. Ha. Plus, minus. Prozent. Plus, minus. Prozent und so. Super. Wenn wir uns die CTS-Zahlen hier kurz anschauen. Oh nein, Kinetic ist. Anscheinend der blindet. Scheiße. Ja, CS-Zahlen kurz angeguckt. Mitte haben wir einen guten Lead schon aufgebaut. Das ist nice. Jungle ist ziemlich even. Top-In auch ein kleiner Lead. Und Botlane dem Matchup angemessen halt ziemlich even. Dadurch, dass wir Ganks bekommen haben. Aber das würde ich in der Lane erwarten, dass quasi Seraphine weniger CS als Ezreal. Insofern gut gearbeitet von Obsess bisher. Etwas Gank-intensiver von Frosch kaputt gemacht. Kennen wir. Ist auch kein Frosch. Ne? Da ist der Chat auch immer sehr aufmerksam. Hier werden Welse getötet und Krabben. Ja. Stand auf meiner Liste. Ich sollte Pizza-Wurm sagen. Ja. Und Frosch, soll ich einmal sagen. Und Löwe. Okay. Ja. Hab ich noch nicht. Wer mir eine Liste gegeben hat, war anscheinend ein Idiot. Grüß gehen raus. Oh oh. Oh ja, der Harold. Das heißt so. Der Harold, ja. Oh, jetzt haben wir noch einen schönen Drachen, holen wir doch was. Wenn man den jetzt noch zielen könnte jetzt da. Wir tauschen gerade quasi den Harold oben gegen den Drake unten. Was eigentlich überhaupt nicht zu uns passt, aber wir müssen das diesmal machen, weil unsere Botside weaker ist. Also quasi Ezreal Karma sind noch stärker als unsere Botlane, weil unsere Botlane ja scalen muss. Bedeutet, Obsess geht mit viel Tempo in den Top-River rein, nimmt den Herald und Gegner kriegen dafür. Kriegen wir da nicht einen kleinen Stil rein? Kriegen wir da nicht einen kleinen? Wenn Prime den jetzt stealt, dann. Come on, ey Prime, come on! Oh! Come on, come on! Oh mein Gott! What the fuck? Prime, es ist unglaublich mit dir! Prime, ich möchte ein Kind! What the fuck? Junge! Was ist das denn? Holy shit! Er hat ja, glaube ich, nicht mal Vision. Wie hat er das denn gemacht? Er hat doch auf den Punkt 1 HP hat er die Pfeilchen da reingedrückt. Was, wie geht denn das? Ich glaub es nicht. Wo ist der Replay, wenn man ihn braucht? Was ist das für ein Play, Junge? Alter.
Von ich hab Spaß gemacht. Scheiß auf. Ja, ich. Ja, also, ja. Ich hab Spaß gemacht. Oh, jetzt doch ein Stil. Ja, da geht doch keiner von aus, dass der einfach durchzieht. Special, fuck. Schönes Lowfield hier. Gutes Movement. Ob das ist da. Und oh, da geht doch die Kills Flash rein. Ist da kein. Ah, ob das ist, glaube ich, kein. Oh Gott! Ja. Schön. Den zweiten haben sie auch noch. Ja, Mann! Geil, die Jungs sind so geil. Das sind so. Du kannst die. Ah, die sind geil. Einfach geil. Einfach geil. Einfach geil. Weißt du, was mir da einfällt? Mach mal kurz weiter. Mal ganz kurz, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. So. Zack. Eintracht Spandau. Eintracht Spandau, einfach nur geil. Eintracht, Eintracht Spandau, wir machen Penta kaputt. Penta kaputt und der nächste Kill für die Eintracht. Holy geil. Holy moly, was? Die wird richtig abgeräumt. Es ist, weißt du was? Es ist so geil, wie weißt die Plays sind arschgut. Das ist doch gleich vorbei, die geben doch auf. Ab wie viel der Minute kann man ab auf? 15 Minuten darf man nicht jetzt Pro-Player, Alter. Ne? Darf man nicht? Darf man nicht. Oh. Ah, da kommt der Replay. Aber welcher? Das ist auch geil. Ist auch ein geiler Play. Achte mal hier drauf, aber Sandfield von Special. Schön. Er merkt, okay, scheiße, ich schlaf gleich ein. Flasht raus, Obsess geht hinterher, Autodeck sitzt, Triumph rettet ihn und dann wird der zweite Kill auch noch geholt. Obsess auch so am Performen, Junge. Lecker. Boah. Wow. Also ist aber auch, ich finde nicht mal Penta kacke. Also Penta ist schon ziemlich kacke. Aber Penta spielt sich ultra bad. Aber was die Eintracht aus diesen Plays rausholt, jede Aktion funktioniert. Es ist Zucker, es ist einfach Zucker. Es ist wie Kuchen essen die ganze Zeit einfach nur. Und dann kommt immer noch Sahne-Schicht und Eisschicht und Nüsschen. Da hat Gott heute unter die Eintracht-Unterhose angezogen toll, heute toll. Morgen. Insane. Danke, danke. Oh, Obsess, nicht sterben jetzt! Oh Gott. Nee, ja, nicht sterben jetzt! Man er stirbt, oder? Hat er Ult? Er hat keine Ult. Er kommt nicht raus. Er kann es jetzt sehen. Oh, guck mal, der Pfeil! Ah, nee, aber wir können turnen. Haben wir auch noch, Haben wir auch noch, ne? Weiter. Oh mein Gott! Schon wieder mit dem Arrow und dem Damage von Special. Dann flasht er rein und holt den Kill. Hat der Arrow halt alle drei getroffen? Kann das sein? Arrow hat alle drei getroffen. Wie soll denn das jetzt noch weitergehen? So, wir spielen auch nochmal rein. Wir haben Clans und Heal, Clans und Flash bei Funky. Wir sind fast 4K vorne, ne? Ist das normal zu dieser Uhrzeit? Nein, nicht mehr, also mit unserem Lineup schon gar nicht, weil wir Scaling-Lineup gepickt haben, außer auf Top Jungle. Ist das überhaupt nicht normal. Die Overperformer einfach gerade übel hart. Special oben gegen die Level 6 Karma. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Das geht rein. Da war eine QE-Rotation auf Valorant hier. Oh, der Stun, der ist. Oh Gott. Oh, Flash rausgeholt, sehr schön. Sleeping wird oben auch noch weiter gepokt von Pride. Sehr schön. Spielt man gar nicht mehr mit. Hier verbrennen, mit der. Wo man so ein bisschen noch das rauf tut und dann verbrennt er, wenn er wegläuft. Wie heißt das? Ignite meinst du? Competitive nicht so sehr. Nicht so sehr. Weil du da mehr über Makro und Map-Movement, ne? Ich bin dann mit dem TP eher mal bei einem Drake noch dabei und so. Okay. Oh, er geht einfach rein. Als könnte es jetzt gewesen sein, ne? Oh! Shit! Wenn die das jetzt noch. Nicht schlimm. Absolut nicht tragisch. Ich sehe da gar kein Problem. Ist nicht. Fischkopf hat gerade von Ignite gesprochen übrigens. Es gibt. In Solo-Queue spielt ja immer noch alle Ignite wahrscheinlich. Aber im Competitive ist halt TP ein Stück weit besser, um wie gesagt einfach ein bisschen Tempo zu generieren oder eine Lane, die angreifbar ist, nicht so hart zu verlieren. Weil wenn du halt Base geforst wirst, aus der Lane gepokt ist oder so, TP'st du zurück und es ist egal, ob du gepokt wurdest. So, wir kriegen Tower hier unten, ist übel gut. In der Lane Tower so früh zu bekommen, ist unnormal krass. Also ist überhaupt nicht so, wie man es erwarten würde. Aber oben sieht aus der Allzeit, wenn der Tower jetzt auch nicht mehr lange da oben. Das ist richtig, ja. Der Gegner wird auch nicht besser. Können wir den Kill bitte mal holen jetzt? Ah, Weakside Astral ist natürlich immer nur so lange gut, bis du gegen drei Leute facen musst. Da kann Funky nicht viel machen. Wie kann denn das jetzt passieren, dass wir sogar noch von oben reinkommen und er ist alleine die ganze Zeit? Jetzt gerade, also ist ein bisschen umständlich vielleicht erklärt, wenn man ja nicht viel League spielt, aber wir haben jetzt gerade den Fall, dass wir Botlane Strongside haben und unsere Topside ist Weakside. Da hat man so eine Fachsprache. Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott, Prime! Mach mir Kinder! Oh, ich hab das, ich realisiere das gar nicht. Gut. Dass ich bei diesem Spiel dabei sein darf, ist ja wirklich unglaublich. Jetzt noch schön Dragon hinterher, 2-0 Dragon mäßig unterwegs.
Wir gucken nochmal auf das Gold und wir sehen, puh, wir sind ja fast auf 5K hoch. Wenn ich groß bin, will ich auch mal so gut werden wie Prime. Ja, da musst du aber sehr viel essen. Ich glaube auch. Der Tor steht immer noch. Um den Strongside-Weakside-Gedanken für euch eben zu Ende zu führen. Strongside bedeutet, ihr outnumbert den Gegner auf der Seite. Also gerade haben wir zum Beispiel mit unserem Jungler, unserem Support und unserem ADC auf Botside gespielt. Und die Gegner haben das gleiche gemacht auf Toplane. Ne? Also da ist der Jungler und der Supporter ist Toplane gegangen. Deswegen ist Pride auch ein Stück weit behind. Wahrscheinlich, also im gleichen Verhältnis in etwa, wie der Ezreal auf Botlane behind ist. Dann macht man im Competitive so, wenn man die Gegner nicht fighten möchte. Dann tradet man so ein bisschen die Seiten ab. Ja, ich habe auch zugehört. Und jetzt machen wir den Herald. Richtig, wir nehmen Herald. Pizza-Wurm. Unsere starke Botlane kommt dazu. Nicht face-checken. Oh mein Gott, das war ein bisschen deep. Pride hat... Ja, das ist zu deep. Ich glaube, wir können Pride hier nicht mehr... Nee. Nee, aber wir können werden. Bisschen... Error nicht gut genug. Ich glaube, das geht nicht. Ja. Zu zweit gegen vier, das machen wir. Oh shit. Oh. Da muss Kinetic gleich seinen Flash beweisen. Ah, das schaffen die doch locker. Prime leider keinen Flash. Schlechter schade, Fight. Schade. Damit der Situation. Schade. Ist natürlich für die Eintracht doppelt doof, ne? Aber. Weit weg drücken. Für die Eintracht doppelt doof. Wir hätten oben den. Um Pride sterben lassen müssen. Mhm. Und nicht helfen dürfen. Aber jetzt gibt's die Antwort auch direkt. Da sehen wir ganz kurz, warum der Affe ein First Pick ist. Ne? War schon ziemlich fair. Und ich denke, Funky hat auch Spaß gehabt. Wie krieg ich auch noch den Affen? Ich habe eben schon zu Brocky gesagt, ich habe noch gespielt, als Max Level 30 war, Leute. Also. Ach, also, so je any timeline. 97 ja, war so das. So richtig alt. So alt quasi. Ja. Was hat dich aufhören lassen? Was hat dich aufhören lassen, League zu spielen? Arbeit dabei tatsächlich. Also ja, meine echte Arbeit, die ich da vorher gemacht habe. Ja. Ich bin ja jetzt, bin ich ja. Proktologe. Vorher habe ich was anderes gemacht. Da war zu viel los, weißt du? Ja. Da konntest du dich nicht konzentrieren auf das Game. Der Pfeil wieder, ne? Der Arrow und jetzt ist schon gehen wir nochmal rein. Und jetzt machen wir die zwei Kills ganz schnell. Er hat schon Angst hier, der Tonnerre. Aber er. Oh, 1-1. Schön gemacht von Rüllchen. Schattern aufgeholt. Ja, gut, aber den holen wir jetzt auch noch, oder nicht? Den holen wir vielleicht den auch noch. Ja, klar. Aber okay. Bambi ist schon sehr schnell. Ne? Ja, naja, gut. Aber die Pfeile und, auch. Und Bambi geht, glaube ich, auch gerade executen. Ja. Oh, shit. Oder ja, auch nicht. Sieht so aus. Ja, Prime okay. Chase den nicht mehr. Ist okay, F6. Aber so langsam holen die auf, das macht mich ein bisschen nervös. Die holen aber nicht so richtig auf. Ich würde sagen, scaling-technisch ist unser Team tatsächlich ein bisschen besser als die Gegner. Weil es der Scale ist, am Scalen ist. Ja, ich erinnere mich. Wir sehen, der Arrow war auch wieder für Tolerant geimpft. Der Drinker ist ein bisschen sehr laut. Wir müssen ganz kurz durch einen Flugzeugstart hier durch. Warum ist denn das so? Aber wir landen gleich wieder. So. Wer mischt denn das? Ja, das ist, weil bei der Prime League sind halt nicht nur NASA-Akteure am Start, wie bei der Eintracht, ne? Die haben nur noch Soundprobleme ab und zu. Die sind aber nicht weit weg, ne? Sollt ihr mal rübergehen? Geh mal rüber. Mach mal Stress bei denen. Übrigens, ist nur ein Spaß, ne? Ich weiß ganz genau, dass, in der Prime League krasse Soundtechniker am Start sind. Also ihr müsst euch vorstellen, ich laber so von NASA-Stuff und so, aber ich war ja quasi tatsächlich schon bei der Prime League auch mal. Und die Leute, die im Hintergrund arbeiten, da sind solche Scheiß-Profis, da könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die sind so krass. Ja, die sind auch krasser als er anscheinend. Ne? Jetzt kommt zurück, du hast eh keine Chance. Die sind voll machen mehr. Geht's dir gut? Es sind sehr viele. Ja. Okay, das setzen wir mal vorher. Ist auch sehr, also, das sind auch Profis sagen. Auch. Auch Kampfsportler, viele mit dabei. Oh. Da gehe ich nicht nochmal rüber. Lisa, habe ich was verpasst? Nee. Hey! Komm, okay. Bleib du ist jetzt okay da! Jetzt. Bleib du da! Ist okay. Lautstärke gut! Lautstärke gut. Ist jetzt besser. Ist wirklich gut. Danke, danke schön. Danke auch. Sag danke. Danke. So. Ja, Drake kommt ab, Freunde. Drake ist am Start. Wäre der dritte. Spawnt gleich. Gegner in Position. Die Eintracht. Was können wir denn fighten wollen unbedingt? Wir müssen halt Face checken into GP.
Oh, er misst seine Barrels. Obsess hat eine gute Position an sich. Jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt. Oh, aber der Drache kommt GP, raus. Oh, GP, Ult. Ja, durch die GP-Barrels ist so schwer zu engagen, so schwer zu committen auf den Drake. Da müssen wir lieber fallen lassen. Können aber jetzt die Gegner vom Mitte-Tower wegzonen und dafür mit den Mitte jetzt zweite holen. Und wieso zonen wir die jetzt weg? Weil sie lower sind? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Warum ist weil, das so? Von der Position her. Also die sind quasi beim Drake. Mit der Maus kann ich glaube ich nicht. Die hätten doch auch in die Mitte gehen können. So, die sind gerade beim Drake. Und wir haben ein Problem, in diese Drake-Area zu zonen. Ja, ja. In die Drake-Area zu steppen. Wir fangen Nash an. Ich erkläre den oh! Ich kläre das eben zu Ende. Machen wir Nash? Wir haben echt wir haben nicht so super guten Damage für Nash, muss man sagen. Seraphine, kein ADC. Gar oh. keinen Bock, dass die ihn jetzt holen, ey. Oh, nee, jetzt kein Flip. Gar keinen Bock, da. Oh, okay, der Pfeil! Meine Hunde ja, der Arrow schon wieder gut. CC sitzt. Bitte auf, jawoll! Oh, jetzt hab ich Bock auf Pizza. So geil. Puh. Sehr, sehr schön gelöst. Puh. Oh, auch da wieder gut mit CC gearbeitet. Die Gegner gar nicht, dass die Arrow reinmoven lassen. Ich erkläre eben den Punkt nochmal zu Ende beim Drake, weil du gefragt hattest. Mhm. Für uns ist es schwer reinzumoven in die Drake Area, weil die einen GP haben. Das heißt, wir müssen durch die Barrels durch immer. Super riskant. Special lass ich jetzt hier nicht holen, dann wäre ich sauer. Der ist zu cool. Der lässt sich nicht holen. Guck mal, reingesandurt. Tatsächlich. Gott, yes. Da kommt die Unterstützung, aber sie haben Angst. Die Gegner haben aber genauso gut Probleme, in uns reinzumoven. Wenn wir zuerst eine Area halten, dann haben die Gegner Probleme, zu uns reinzumoven, weil wir die Gegner pochen können und zonen können. Mhm. Das sind so die Kleinigkeiten, die man. Das sind so die Sachen, die man im Foreplay dann, wo man nachdenkt, quasi. Mhm. Oh! Oh! Wie er alles weiß! Er weiß alles! Er kennt jeden! Schade, schade. Aber Flash bekommt Flash von weg. DP viel wert. Flash weg. Das wollte ich schon mal sagen. Aber der Flash ist weg. Flash ist Flash aber ist den weg. Flash haben wir rausgeholt. Haben wir rausgeholt. Ah. Oh, ich werde doch noch Katze auf meine alten Tage. Ja, machst du cool bis hier, ne? Ja, ich. Das ist echt, also. Nickel und Lächle, aber das finde ich gut. Das macht Spaß. So. So, wir pushen jetzt erstmal Mitte raus. Wir haben alle Tower, habe ich gesehen, bis hin zu den Inhib-Towern, richtig? Ja, der Botland Tier 2 Tower steht noch. Den wollen wir jetzt gerade holen. Ach da, ja. Also wir pushen jetzt gerade Mitte jetzt raus und moven dann mit dem Team wahrscheinlich zusammen Richtung Botland. Und nehmen dann den letzten Turret auch noch. Den letzten Outer Turret. Oh, Inner Turret, Outer Turret, whatever. Wir nehmen halt den Turret da. Oh, das sieht gut aus. Das so. Schmeckt. Guten Damage rein. Geht, sind nicht in Time da, könnte ich Wave clearen. Was ist da oben los? Und wir splitpushen Mister auch noch. Das hast du sehr erklärt. Gut! Das hast du doch erklärt! Sofort die Vulkabel. Jetzt weiß ich auch, was gemeint ist. Vorher habe ich nur Map-Cover gesehen. Obsess, bisschen deep. Oh! Ja, bisschen zu deep. War alleine. Ja. Splitpush ordentlich bestraft worden, weil die Gegner uns gut engaged haben. So, und wir kriegen unten leider auch nicht den nächsten Tower noch angegriffen. Wir recallen lieber. Es wird gerecallt. Safety first. Finde ich gut. Safety first. Da fällt mir ein Lied ein. Vor allem, weil wir auch die Tower deffen wollen, den Shit 2 at least. Warst du kurz leiser? Ja, ich mach's sehr gerne ein bisschen leiser, klar. Ganz kurz, nur ganz kurz. Ja. Manchmal ist halt besser, wenn du nach Hause gehst. Manchmal musst du nach Hause recallen und gucken, dass sie nicht rein pruschen. Arschgeil. So ein paar Leak-Songs, einfach mal so improvisieren. Einfach mal rein. Auf dem CD printen. Ja. Reimen ist auch was für Loser. Ne? Braucht man noch nicht. Das ist das Gefühl, was wichtig ist. Und die Message. Und man muss manchmal nach Hause. Ab und zu muss man weg. Aber guck mal, sie haben jetzt auch nicht so viel geschafft, ne? Sie sind wieder zurück, müssen jetzt natürlich die Lanes ein bisschen vorpushen. Oder haben es versucht. Aber jetzt gehen wir auch schon wieder dagegen. Was ist mit dem Dragon? Ist der bald wieder ab? Der Dragon oben links, ist den Timer. Eine Minute 10 Sekunden. Das ist auch diesmal jetzt wichtig, dass wir zuerst in der Area sind. Deswegen sind wir auch jetzt schon quasi da. Ne? Also ich habe quasi mit meinen Händen, gebe ich die Area vor. Und da müssen wir drin sein, Freunde. Heißt das Drake oder Dragon? Ja. Mhm. Warum sagt man nicht Drake und Dragon? Ist ja beides nicht deutsch. Ist Drake nicht ein Rapper? Das auch. Hm. Ich hatte gerade ganz, ganz, ganz schlimme Sachen, die ich. Ich bin so Nein. gut mittlerweile. Ist so. Halt dich also zurück. Ich muss mich nicht zurückhalten. Halt dich zurück. Es gibt Dinge, die gehen in meinem Kopf vor, die muss ich auch zurückhalten. Lass ihn drin. Lass ihn lieber drin. Arrow kommt hier auf den Supporter. Weiterer Kill. Ei. Nee, das ist kein Kill. Holy fuck.
Okay, ja, dann eins, immerhin. Eins für eins. Eins für eins. Und der Pops jetzt auch. Der war müssen gar nicht engagieren, Freunde. Das wisst ihr auch. Safety first. Nur poken. Wenn die, in die, wenn die Gegner in die Area moven, dann geben wir denen einen Poke. Einen kleinen Laser. Oh, schön. Das war mega. Oh, schön gespielt von Tom Herrer leider. Ah, kriegen wir denn noch Damage rein? Obsess kommt rein. Jawoll! Perfektes Sein. Und noch einen hinterher. Perfektes Setup für Kinetic. Sehr, sehr geil. Genau in dieser Area will Kinetic fighten. Ist das Game? Das könnte Game sein. Das Game. Was ist das, ich dachte, für wir TP? Können noch ein bisschen länger hier sitzen. Hat aber Bright gesoffen? Das ist krass. Was ist das denn für ein TP? Die wollen. Sie ist ein bisschen krank, weil Tee ist alle. Nee, heute laufe ich nicht. Heute TP ich. Wir müssen nach Hause. Also wir sitzen jetzt. Oh, der Junge ist so geil gewesen. So, wir kriegen den. Ist auf jeden Fall nicht. Ich denke nicht, dass wir finishen können. Ja, aber guck dir mal den Push an. Wir haben 10 Sekunden noch, das ist kein Finish, aber es ist ein Break zumindest. Wir werden jetzt das Hextech-Gate nehmen, ist auch übrigens neu. Ne? Wow! Ist geil. The fuck? Das ist neu. Seit wann? Seit Anfang der Season tatsächlich, glaube ich. Boah, das ist aber schon eine Weile jetzt. Ja. Ich hab's auch schon mal gesehen, jetzt wo du es sagst. Jetzt noch schnell den Drake abholen. Ja, klar. Unser Problem ist jetzt, wir haben 30 Sekunden auf Nash. Und wir haben ja gerade schon festgestellt, dass das Team, was in die Area reinmoven muss, das Verliererteam ist. In die Area reinmoven, finde ich eben auch gut. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Das ist sehr laut auch wieder, ne? Also ist schon wieder ein Replay, was sehr laut ist. Mach doch mal. Mach mal lang. Lieber so. Nicht. Jetzt zeigen sie auch nicht, was wichtig ist tatsächlich. Weil wir haben gerade ja gesagt, naja, wenn wir reinmoven. Scheiß drauf, Digga! War das gerade live? Da war live. Holy shit. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Replay da, und dann auf einmal. Da ist einfach drauf geschissen. Wir sehen nur noch die Kills. Vor allem mit Marrow am Start, ist egal. Wir haben jetzt Position, wir haben Überzahl. Jetzt aber müssen, nicht übermütig jetzt müssen jetzt. Die Gegner quasi uns reinmoven und das ist natürlich unsere Stärke. Da können wir jetzt richtig hart reinspielen. Aber selbst wenn sie jetzt den Nasher holen würden, dann könnten wir sie doch trotzdem einfach aufessen, oder nicht? Also einfach kaputt machen. So. Versuchen es, schaffen es nicht. Ist halt nicht Prime, ne? Also der wird halt kein Objektiv geklaut. Meine Fresse. Ich krieg die Tür nicht zu, sagt man bei uns. Wo ist denn bei uns? Also generell. Die Menschheit. Oh, da kommt nochmal das Replay. Guck dir das so mal. Da ist die Vision. Wow. Da kommt der Arrow. Wow. Zucker. Ich hab noch Zucker nie Arrows. So eine krasse Ash gesehen. Klar geht mal einer vorbei, aber wow, also bestimmt 90% Verrate. Wow. Ihr müsst ja mal vor Augen führen, was Prime diese Season schon gespielt hat. Der hat ja schon Tarek gespielt, der spielt jetzt Ash. Der hat die absolut weirdesten Shitpicks am Start und der performt auf jedem, in jedem Game, in jedem Draft. Oh, was habe ich gerade noch gesagt? So gut. Wolfin hat einen Flank hier rein, müssen wir respektieren. Knick wird gehittet vom E. Kann gesleept werden, theoretisch. Geht aber nicht dafür. Oh, Obsess ein bisschen aus. Deep, aber Schild von Kinetic rettet ihn. Oh, Pride im 1v1 gegen Rolfchen. 3-Level-Unterschied. Weg damit. Kriegt auch seine Ult. Rolfchen super low. Wahrscheinlich auch tot. Die Frage ist, ob Pride danach stirbt an Tonera oder nicht. Ja, das könnte sein, aber Perfekt gespielt von Tonera leider. Richtig ärgerlich. Auch Shutdown gegeben. Aber nicht weiter tragisch. Wir kriegen trotzdem Inhibs, wir kriegen, wofür wir kommen. Schön gesagt, Brocky. Schön gesagt. Da kriegen wir die Tür nicht zu, ne? Kriegen, wofür wir gekommen sind. Herrlich. Klingt wie ein Daniel Brühl-Film. Oh! Machen wir zu? Ein bisschen Support hast dabei. Zu? Wir machen die Tür zu. Was? Bisschen die. Nur noch es wird steht. Das war's. Geil! Was hat das passiert? Das Rift? Ja. Penta Rift? Also, ich sag mal so, war ein Pflichtsieg, aber es war ein übel geiles Game. Schön gespielt. MVP geht für mich an Obsess diesmal, auch wenn Prime auch stark war. Aber wer war eigentlich nicht stark? Übel krass performt. Und ich sage, mega geil. Und ich sage, Eintracht Spandau schuldig für Sieger. Gewonnen! Habe ich was kaputt gemacht? Die Szenen halt. Eintracht Spandau ist schuldig! Die Szenen sind halt ein bisschen kaputt gegangen. Die sind ein bisschen explodiert. Aber, geil! Wow. Dass ich da dabei sein durfte.
Krass, ne? Ist unglaublich. Übel weggeholt so. Mega geil. Das, also, ging das 5 Minuten? Wie lange ging das? 10 Minuten? Ja, also on paper war es ein Pflichtsieg, aber wie der Pflichtsieg halt gespielt wurde, ist ja mega geil. Ist ja nur hübsch. Wir führen übrigens, liebe Freunde da draußen, wir führen. Ich schmucke sehr viel, ne? Egal. Ist gut. Wir führen mit 4-0. 4-0 die Tabelle an. Und da brauchen wir nicht mal. Wir brauchen nicht mal das verkackte A. Brauchen wir nicht, aber brauchen wir schon. Nee, brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja? Schalke. Weil Scheiße und Schalke hinter uns sind. Der Gegner ist scheiße. Wir sind Tabellenführer. Wow. Das erste Mal in der Season, aber nicht das letzte Mal. Nee. Das sieht nach einem richtig geilen Split für uns aus. Das sieht so aus, als würden wir hier direkt Titelambitionen aufbauen können. Wir machen locker. Wir machen locker, Freunde. Ne? Die Jungs waren heute krank und trotzdem übel geil performt. Also ich habe mich mega unterhalten, habe mich komplett abgeholt, die Runde, muss ich schon wieder sagen. Mich auch. Dich auch? Mich auch komplett. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll. Hier ein Kill, da ein Kill, noch ein Kill. Ja. Dann kommt ein Replay, geht ein Replay aus, noch ein Kill. Ordentlich Tempo dabei. Obwohl wir ein Scanning Lineup gepickt haben, muss man auch sehen. Ne? Also unsere, wie gesagt, unsere Lanes waren nicht stärker als Jan. Aber unsere Spieler sind einfach dreimal so geil. Ja. Und auch, weißt du, unser Draft war ja auch eher auf Skalieren aus. Und trotzdem haben wir sie von Anfang an rasiert. So nämlich. Die wussten gar nicht mehr, wo der Schaum hin soll. Mensch, das war geil. Das war mega. Das hat mir auch, Spaß gemacht, hier zu casten. Das war schön. So schön. Das war aktiv, das war geil. Hat Gamer dazu gepasst. Freut ich hoffe, sehr. Ich habe euch nicht zu sehr genervt, Leute. Weil ich, wie gesagt, als Zuschauer immer gerne Brücki dir auch nochmal was erklären lassen habe oder das gehört habe, wie er Sachen erklärt. Aber es gab so wenig zu erklären. Ich meine, gut, die haben halt, wir haben sie halt zerstört. Da musst du ja nicht viel erklären. Richtig. Leute, wir machen heute, also ich biete euch immer ein Interview an, beziehungsweise ich biete euch einen Scheißdreck an, aber die Spieler bieten euch immer wieder ein Interview an, da die aber krank sind und wir natürlich schonen wollen, damit die am Dienstag wieder performen können gegen, wen spielen wir überhaupt? Gegen Wave, glaube ich, ne? Ja, wir spielen gegen Wave. In 4 Tagen und 22 Stunden haben wir übrigens das nächste Date schon wieder. Krass. Wow. 4 Tage, 22 Stunden. Dienstag quasi. Haben wir ein Date. Wir treffen uns hier auf dem gleichen Channel. Und machen dann halt Wave platt. Ne? Ich hoffe, bis dahin sind die Spieler wieder gesund. Wen? Wave. Wave sind hier, die sind gerade Fünfter, aber die können nichts. Die können nicht so viel. Die können nichts. Tut mir leid, ey. Es ist kein Disrespect, aber... Aber es ist kein Disrespect, aber wir können nichts. Supi. Cool. Danke. Dann bedanke ich mich bei dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja. Es war wirklich schön. Es war sehr schön. Ich habe mich auch sehr gefreut, mit dir zu casten. Danke, dass du hier warst. Ne? Und danke auch an euch, dass ihr dabei wart. Wir singen jetzt nochmal. Danke auch an Johnny. Ganz kurz. Richtig, Johnny hat nämlich die Gitarre gesponsert. Ey, diesmal verspiele ich mich nicht, okay? Ja. Diesmal verspiele ich mich nicht. Hauptsache, du machst nichts kaputt. Ne? Ja, die war teuer, das sehe ich. Aber Johnny hat ja auch viel Geld. So ist es. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Okay. Entschuldigt eben. Ich, bevor wir singen, muss ich ganz kurz Business Talk machen. Was ist das? Welche Umfrage? Leute. Es gibt nur eine Umfrage. Hallo. Welche Umfrage? Ist ja wirklich Business. Nee, wir machen, Leute, mit der Hymne ganz kurz zurück. Ich muss hier ganz kurz, ihr habt dafür Zeit, ich bin mir sicher. Es gibt anscheinend noch eine Umfrage. Eine Umfrage. Umfrage. Vielleicht gibt es eine Umfrage im Chat. Ne Umfrage, Umfrage im Chat. Umfrage. Umfrage im Chat. Umfrage. Die Umfrage im Chat. Umfrage. Ja, moin. Es gibt eine Umfrage im Twitch-Chat und es wäre mega hilfreich, wenn da viele mitmachen können. Das hilft uns bei unseren Partnern und deswegen wäre es geil, wenn da Leute mitmachen. Und es gibt sogar ein signiertes Trikot zu gewinnen. Also alle rein da. Wow. Umfrage! 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 Umfrage!
Umfrage. Geil. Supi. Leute, die Hymne. Die Hymne. Ne, wir gehen von einem musikalischen Hoch ins nächste und stimmen zusammen die Hymne an. Gib mir eine Sekunde. Gib mir eine kleine Sekunde. Weil ich muss immer einen Raid vorbereiten. Zack. Wir raiden nämlich die Prime League, die ich gar nicht raiden muss. Oder doch? Ist das nicht das letzte Spiel gewesen? Raid ich denn trotzdem? Mann, so viele Sachen, die ich gar nicht weiß, ne? ich mach's anyway. Raid Prime League. Viel Spaß. Und jetzt die Hymne, Freunde. Wo die Havelkreuz die Strähne vom Berliner JPD, wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt, da in Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Danke Fischkopf, danke zu Sponsoren, ihr seid geil, danke an euch. Bis Dienstag. Macht's gut.